Ja, ich hätte schießen sollen. Dann gehen wir halt weiter auf Bärenjagd. Ja, ich versuche mal die Spur wieder aufzunehmen von dem Bären. Ich habe natürlich, jetzt habe ich den Hirsch bei mir drin im Hunter Mate. Das finde ich auch doof, dass man nicht einfach zurückswitchen kann im Hunter Mate. Das Sagen, okay. stimmt. Ja gut, er speichert die Spuren ja drin, ne? Das heißt, er sagt dann immer hier, da vorne war Ja. der Hirsch übrigens. Was, der Nee, war Hirsch? er nicht. Ja, was? Das war ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. Er sagt Fuchsspur. dann halt immer dann hier, vorherige Spur oder alte Spur wieder aufgenommen. Ja, richtig, Warte, aber ich dass ich sehe aber nicht die einfach sagen Bärenspur, die kann, ist links hier. von uns. Ja, Dass ich gesehen. zumindest so 8, 6, 6 bis 8 Spuren, dass ich die nicht speichern kann und sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Spur von Tier sowieso wieder auf. Ziehend ist immer noch, jetzt geht er wieder nach da vorne. Ey, diese Das ist jetzt der Hirsch von eben. Ah, ihr Vorne habt rennt so einen wieder irgendwas. Vorsprung. Ich würde jetzt gerne rennen. Darf ich? Ja Nein. klar, das ist ein Ja, kannst du Weibchen, machen. verdammt. Du bist ja hinter uns. Das ist ja nicht so schlimm. Ich hätte auf diesen scheiß Hirsch schießen sollen, ey. Haben wir zu lange überlegt, dann ist er weggegangen, Ja, hätte Fahrradkette. ey. Ja, Mann. Ja. Ja, also wie gesagt, wo wir gestern schon mal gesprochen haben, Doc hier, das werde ich wohl die nächsten Tage mal in Angriff nehmen, dass ich mir auch so einen Kanal mache. Mich Ja, also juckt's. das, wie gesagt, wenn du da Fragen hast und so, helfe ich gerne. Von meinem beschränkten Wissen gebe ich gerne was weiter. Super. Ist immer noch Und jetzt ziehend. weiter. Der Ja, Kreis was ist ist immer immer? noch Er durchgezogen. bleibt. Ja, wir halten die Entfernung bei. Das ist. Ah, Ja, jetzt hänge ich toll, hier zwischen aber. zwei Felsen fest. Ich hotze gleich. Doch, ganz Bist ruhig. zu Alles dick. entspannt. Ich will doch nur hinterher. Atmung Oh. kontrollieren, Puls senken, locker durch die Hose atmen, Da alles links gut. ist Ich er. möchte nur mit Also, diesem die Sack Spur hier meine meine ich. Spur wieder haben. Ah, Achso. sorry. Ich meine die Ich habe Spur, hier. nicht der Bär. Ich habe jetzt nur hier Hirschspuren. Ja, du müsstest ein bisschen so weiter rechts von dir sind die Spuren. Also, wie ich so auf meinem Hunter mit sehe. Oh, Oh, das war das ein war Weibchen. wieder Das war ein Weibchen. Weibchen, ja. Bärenweibchen? Nee. Ja, mit der Zeit erkennst du die Rufe auch von Männchen und Weibchen. Kannst du die differenzieren. Ja. Was ist eigentlich für einen weiblichen Bärenkrieger auch Ding, oder? Ja, 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 bitte. klar. Raubtiere allgemein, also Füchse, Kojoten und auch Bären. Ja, das sind alles Hirschen, was ich hier habe. Die interessieren mich doch ein Scheißdreck, ey. Na, jetzt müsstest du langsam auf die Bärtruppe wieder treffen. Ja, Ja. also wir sind da, wie gesagt, wir verfolgen den da schon ganz schönes Stückchen. Ja, ihr seid doch auch mittlerweile hier schon 500 Kilometer von mir entfernt, ey. 157, um genau zu sein. Meter. Meter, genau, nicht Kilometer, Meter. Nein, das ist Ach schon wieder die Mann, oh Mann, oh falsche. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Aber Mann, oh sieht Mann, oh schön Mann, oh aus Mann. hier, ne? Wirklich, das ist Das haben so. sie richtig, also ich war auch schon mal oben mit einem Kollegen, dann haben wir hochgeklettert zu Warte, den da ist wieder ein. Steinblöcken. Da ist ein Viech. Bleib stehen. Das ist unser Ender. Ich sehe ihn. Dann 5 Schuss, Feuer frei. Warte. Möchte ihn gut im Ziel haben. Der ist umgefallen. Jawohl. So, jetzt kann ich auch wieder rennen. Okay. Definitiv. Ja. Jetzt ist der Bär wahrscheinlich eh fliehend. Ja, komm, denn Scheiß was auf den Bären, ey. Nein, ganz ehrlich. Der Das ist. Jesus mir. Der Hallo Nadine. ist jetzt schon wieder am Rennen, dann können wir wirklich noch mal 5 Stunden hinterher stöbern, ey. Dann wird das ein 24-Stunden-Stream. Wir suchen den Bären. Ja, das geht nicht. Wir müssen wieder arbeiten. Aber ich hab nicht hier Schweine. Was ist denn das jetzt für ein Ende? Guck doch mal. Zehn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ende, 14 Ende. 14. Oh, Okay, das perfekter wäre dann acht. Lungenschuss, perfekter Oh, Blattschuss. Trophäenwert 100. Ja, Trophäenwert ich hatte 100, ja. 38,6 normalerweise. Naja gut, das ist also der Score ist nicht besonders hoch. Nee. Ja, die berechnen, man kann das ja auch teilweise in der Statistik dann, wenn man die Tiere anklickt, sieht man dann auch die Berechnung, wie die das berechnen. Ich meine, gut, da muss man schon ein bisschen für studiert haben, für meine Ja. Begriffe. So. Finde ich auch etwas. Oder So, jetzt ich müssen will wir mal halt die die Spur Bärenspur wieder weiterführen. finden. Ja, ich habe noch eine hier. Ja, Ihre darf ich Route. vielleicht erstmal wieder zu euch aufschließen? Ja, ich Danke. warte hier. Natürlich, aber wir tun jetzt mal ins Treffen. Ich warte hier. Aber es war jetzt ein Ist ja schöner schon besser. Blattschuss bei dem. Also der war jetzt echt schön. Hut ab davor für, ne, für neue Waffe und so muss ich sagen, Chapeau, Respekt.
Wir können ja Ja, nicht gut, ich nachladen. meine, Das ist ja Rockdogs hat ja doch alle Waffen eigentlich auf Level 1, ne? nicht. Richtig. Von daher ist das ja eigentlich relativ hooper. Plus, wenn du jetzt bei der Waffe bleibst und die schön auflevelst, dann. Oh. Natürlich, bei der Waffe, das ist ein Karabiner 98, ey. Schönere Waffe gibt's So, doch ich gar bei nicht. euch. Hallo, Servus. Hallo, Kollege. Doc. Suchen wir mal weiter. Das hier ist jetzt auch der Bär wieder, ja? Ja. Ja, das ist der Bär. Hoffe ich Meister zumindest. Pets. Den wir jetzt bis So, brauchen wir jetzt Ende hier. der Oh, der Welt ist aber immer verfolgen. noch hier ganz schön nah angezeigt. Jetzt bin ich aber wieder. Naja, gut, okay, der ist ja Naja, weg. aber die Spur hat Hier er ist wahrscheinlich Ferne. gelegt, bevor wir geschossen haben. Die nächste oder übernächste wird wahrscheinlich flüchten sein. Ja. Ich denke mir eher die übernächste. Aber ich finde jetzt Es gar sei keine denn, der Spur hat mehr so wieder. viel. Ja, mal ein bisschen rechts und links gehen, gucken, ein bisschen Aber dann könnte man aufrechnen. eigentlich gleich laufen, weil wenn er so weit weg ist. Links. Links? Links oben. Links oben, okay. Na, ihr Stream-Zuschauer, was sagt ihr zu meinem Abschuss? War der gut oder nicht? Ja, wie gesagt, wild schießen kann ich. Ich weiß, wo ich hinschießen muss. Ich war schon so oft beim, es klingt jetzt doof beim Scheibenschießen, aber trotzdem Ist ein lernst du es kleinerer dadurch. Kreis? Zielend, ja. Wie ist denn das da, wenn du da im Schützenverein bist? Also ich kenne das ja auch so hier, die Scheibe hier, laufender Keiler und sowas und so ein Kram. Bewegen die sich dann eigentlich oder stehen die still? Also wir haben also hauptsächlich Luftdruckgewehr. Da schießt du auf normale Rundscheiben, also sind durch 10, 15 Meter weg. Ja. Und beim Kleinkaliberschießen, das ist zweimal im Jahr, schießt du auf 100 Meter mit dem Kleinkaliber, so 7 mm irgendwas. Also so ein Einzelhinterlader ist, das sind uralte Gewehre. Und die werden einfach nur von unten rausgefahren. Also du schießt auf ein ruhendes Ziel, aber trotzdem ist es halt so, dass der auf 100 Meter mit Kimmelkorn Ja. ist schon nicht ganz so einfach. Also Das ist nicht einfach. Auf 100 Meter würde ich das Tier noch nicht mal erkennen. ja, und ich Ich würde es weiß noch nicht halt mal eben, sehen. wo ich ungefähr mit der Kimme anlegen muss, dass ich circa reintreffe. Also wie gesagt, wenn du das einmal raus hast, dann weißt du, wie du schießen musst, circa. Nee, Mit dir also wird es ich würde fliehen es noch nicht sein. mal sehen. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich schlechte Augen habe. Dass ich extrem kurzsichtig bin. Danke, Lodine. Lodine schreibt, der war nice. Der Schuss. Yay. Wie viele Leute sind denn überhaupt im Stream jetzt dabei? 8 Leute werden mir angezeigt. Oh, das ist doch cool. Ja, dafür, dass er spontan war. Und hier hat er den Schuss gehört, weil hier dann nicht flüchtend Richtig, hochgelaufen. ja. Jetzt ist er auch wieder weiter. Jetzt können wir eh Jetzt laufen. habt ihr schon wieder 30 Meter Vorsprung hier, ihr beiden Banausen hier. Entschuldigung. Wir brauchen wirklich einen Rollator für ihn. Ich bin jung Ja. und brauche das Geld. Ja. Aber dann waren wir gar nicht so weit weg von ihm. Wenn er jetzt flüchtend ist, Nee, 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 nee. dann war das die Position, wo er geschossen haben. Du Also bist, wir ja, sind ich sag so. mal, meistens immer entweder die nächste oder dann halt die drauf folgende Spur, wenn der Schuss angefallen ist. Das kann man sich immer so ein bisschen merken. Deswegen. Das ist immer, also das macht das Spiel halt ein bisschen aus. Manchmal ist es ein bisschen nervig. Ja. Und wird dann auch für den einen oder anderen langweilig, aber. Ja, ist Ja, halt ich habe die schwierig, Spur da wieder. interessante Videos dann zu machen, ne? Das stimmt. Ja, es ist halt viele. Es wird halt lustig mit unseren Videos jetzt. Wir laufen die ganze Zeit nur doof. Viech nach. Das ist Ja. auch schon seit einer Stunde. Der Aber deswegen. wenn man jetzt mal hier hochguckt und die Aussicht auf die Bergen, auf die Alpen da sieht. Deswegen habe ich das ja auch so gemacht, wenn ich im Singleplayer Es tatsächlich wieder. unterwegs bin, dass ich dann zusammenschneide, ne? Die Spur ist jetzt wieder geil. Er zeigt man mich an, der läuft in unsere Richtung. Ja, da Okay. hat er wohl nur mal kurz überlegt. Soll ich vor diesen Idioten weiter weglaufen oder soll ich sie einfach umhauen? Hast du die unten auch zwischen den beiden Felsen genommen? Ah, da ist auch eine? Nee. Ja. Das sind sogar 3 insgesamt. Wer Wie viel läuft denn da da insgesamt? runter? Ja, das ist ein Stein. Dann schauen wir Vielleicht mal da nicht runter vom runter. Fluss, vielleicht sehen wir ihn da unten. Sind sogar 4 Spuren. Links ist auch noch Ja. eine. Warte, schau mal mit deinem Fernstecher runter da auf das Flussbett. Vielleicht siehst du ihn da unten. Hier sehe ich einen Baum, Baum, ne, Wäre ja Stein. vielleicht möglich, dass er da jetzt wieder aufs andere Ufer rüber rennt. Er ist flüchtend. Ne, ne, der ist hier runtergerannt. Ja, schönen Tag, hallo Reh. Hallo Rehbock. Also du musst ihn, du hast ihn bestimmt im Arsch getroffen, also. Rocktox, wenn du mir ein Thema gibst, kann ich dir den Chat wieder einnehmen. Ja, wir brauchen ein Thema für Lodine. Horrorfilm wird eh ein gutes Chat-Thema. eigentlich. Was waren so Chat-Thema? eure Horrorfilme, die ihr angeguckt habt?
Horrorfilme, da kann ich auch gut mitdiskutieren, ey. Ja, Kenne ich mich also überhaupt nicht aus. ich auch eigentlich Horrorfilme, nicht, weil ja. ich überhaupt keine Horrorfilme gucke eigentlich. Also der einzige Horrorfilm, wo ich sagen muss, der ist immer noch geil und den würde ich immer noch gerne mal wieder, werde ich mir den wahrscheinlich nochmal angucken. The Fog, Nebel des Grauens. Ein Klassiker überhaupt vor dem Herrn. Man sieht so gut wie gar nichts. Das ist eine einzige Szene, wo man halt wirklich mal so ein bisschen Horror, aber das ist. Tut mir leid, also bei dem Spiel, da habe bei dem Spiel sage ich schon, bei dem Film habe ich mir echt in die Hose geschissen danach. Ja, welchen ich auch geil fand, war Joyride, wo halt einfach so zwei Typen, ich glaube, sie müssen einfach, ich weiß nicht warum, durch quer durchs Land fahren. Ich glaube, um seine Freundin zu treffen von der Uni oder so. Und jedenfalls, sein Bruder hat dann die beknackte Idee, in dem Auto vom Protagonisten halt so ein Ding reinzubauen, so ein CB-Funkgerät. Und weil er, und dann verarschen sie halt irgendeinen Trucker. Also auf die Art, er ist ein Mädchen und er würde ja so gern mit ihm was machen und dann locken sie ihn halt in ein Motel und halt voll zu einer falschen Zimmernummer. Und dann nächstes Mal merken sie halt, dass der Typ halt diesen Gast, der halt in diesem Zimmernummer gewohnt hat, brutalsterweise umgebracht hat. Und dann verfolgt er die eben. Und du siehst den Typen kein einziges Mal, du siehst gerade mal halt seine Hände. Ich glaube, der heißt Rostiger Nagel und seine Hände schauen halt dementsprechend schlecht aus, wirklich gepflegt. Aber der ist richtig krass und bis zum Ende siehst du den Kerl nicht. Okay. Und das ist Hast halt du auch so ein das Horrorfilm, Spiel? das finde ich okay, wenn es so ein Thriller-mäßig ist, aber dieses irgendwie Monster, Alien, Ja, oder halt dieses Kräusel, Splatter-Scheiß, ne? Geschnetzel, ja, finde ich voll schlimm, also das weiß ich Ja, nicht. mag ich auch nicht. Bock doch das so eine Spur? Naja, eigentlich nicht, also er zeigt mir nur in die Richtung an. Ja, Dann gehe ich aber der nochmal hier könnte auch unten. hier, also ich gehe eher davon aus, dass er wieder Richtung Bach unterwegs ist dann. Ja, da meinte ich ja, schauen wir mal zum Bach runter, weil sieht man ja zufällig, was, du Dudodit? Ja. Handy? Nee, Du? das war mein Dingens, das war mein Druide, der ist gerade. Explodiert. Petroide. Das sind nicht die Droiden, die er sucht. Ach, Mann, ey, der Mein Scheißbär. Androide, mein Star Wars Androide war das eben, der mal wieder gepiept hat. Oh, Ja, Spur, ach. hier unten. Ich habe unten Spuren. Yay, unten ist eine Spur. Yay. Und ich höre noch hier runter. Bären jagen, Bären jagen. Das hier sind noch nicht. Naja, wie Ah gesagt, ja, Stephen jetzt sehe King ich ist sie. überhaupt nicht Ja, das doch, ja, da meinige. unten, Mensch, Ich das muss auch genau das. sagen, Freitag der 13. auch nicht, aber es gibt irgend so eine Verarsche. Also ist so Scary Movie, da gibt es noch einen anderen. Also da gibt es Ja. einige, die finde ich am lustigsten. So diese Horrorfilme, die zwar so ein gruseliges Thema haben, aber doch versuchen, irgendwie nicht ernst zu sein. Das finde ich super. Was ich auch Was ich klasse halt. fand, war Cloverfield. Wo ich sagen muss, das finde ich einfach so kacke an dem Film, wenn dich im Film nach dem Ende so im Stich lässt mit der Story. Weil du hast keine Ahnung, was weiter passiert und das fand ich irgendwie voll kacke. Oder was das jetzt für ein Ding war, wo es herkam, was es wollte. Das finde ich generell in Filmen richtig scheiße, wenn dich die einfach so im Regen stehen lassen und du nicht weißt, was nachher passiert. Also ich möchte schon Ja, so eine abgeschlossene Geschichte eigentlich. richtig. Also was ich halt immer ganz schön fand, oder was heißt schön, ganz cool fand, diese Stephen King-Verfilmung. Sei es nun Cujo, sei es Friedhof der Kuscheltiere, das waren halt wirklich so Klassiker. Und auch The Stand, absolut geiler Film, den will ich so gerne mal wieder sehen, aber ich finde den nirgendwo. Ja. Ja, was ich auch noch Den gesehen habe, irgendwo ich auf glaube, es ist auch DVD Stephen kriegt oder King, so. ist ja, glaube ich, Ding, wie heißt das, The Village. Weiß ich jetzt gar nicht. The Village, The Village. Ich glaube, das ist auch von ihm, ja. Ich meine, es gibt auch unheimlich schlechte Verfilmungen. Zum Beispiel halt Running Man ist unheimlich schlecht verfilmt. Ist zwar mit Arnold Schwarzenegger, aber hat im Buch eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Buch so als 1:1 Verfilmung, dann wunderbar. Aber das, was halt die Drehbuchautoren von dem Arnold davon gemacht haben, nee, das. Hab Rotze, wieder tut mir leid. geschlossenen Kreis. Okay, nur die. Ja, es ist cool. Also wie gesagt, Stephen King lese ich eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt sagen, ich hatte wirklich romanmäßig. Das meiste, was ich hatte, waren Star Wars Romane. Ich weiß, ich finde das Szenario einfach am geilsten für Bücher. Und das sind eigentlich auch die einzigen Bücher, wo ich mich reinfuchsen kann. Wo ich auch die Motivation habe, die wirklich durchzulesen. Also selten Bücher gehabt, einfach so, wo ich sage, okay, das interessiert mich, das lese ich durch. Einzige wirklich Ausnahme. Das war auch, muss ich sagen, das eines der letzten Bücher, das ich gelesen habe.
Das war, ach, ich weiß nicht, wer Timo Werdes, er ist wieder da. Ich habe das gelesen, fand das ab den ersten Seiten so lustig. Und das habe ich mich dann durchgesuchtet. Das war halt auch so, ey, da sind wir Bärenkötteln. Könntest du sagen, ja, wie lang die. Schon. Wie lange ist es her? Ja, 12 bis 45 Minuten. Nee, nee, so sind wir weiter weg. Ja, Under the Dome ist auch geil. Und denen gebe ich dir schon auch recht, aber ist ja auch von Stephen King. Und muss ich sagen, also ich habe die Serie jetzt gesehen, erste, zweite Staffel, aber da erkenne ich irgendwie Stephen King nicht, weil ich finde die nicht gruselig. Es ist zwar komisch, es ist auch so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, kennt ihr sie noch die Serie X-Faktor von früher? Ja. Naja gut, ich meine, Stephen King hat natürlich auch einige andere Sachen geschrieben. Es ist ja nicht nur immer Horror, ne? Ja, klar, dass es immer Horror ist. Also, wie gesagt, das ist halt... Das sind halt die Sachen, die für ihn erfolgreich sind. Ja, klar, ja, klar. Ziehend? Blöder Bär. Er ist wieder ziehend. Er ist wieder ziehend. Ja. Vielleicht rennen wir echt die ganze Zeit ihm noch nach, ey. Tja, könnte ein etwas längeres tun. Lin hat doch bestimmt auch Bücher von Stephen King. Bin ich mir sicher. Wie gesagt, was die... Ich kenne ein paar ihrer Bücher. Links und rechts sind Spuren komisch. Aber die hat so viele, also ich kann es gar nicht alles sagen. Ich habe hier auch noch meine Spur. Nochmal kötteln. Hier unten. Kanata. Ich habe hier auch noch Spuren. Die führt ich direkt. Einen kleinen Kreis hier oben. Ich auch. Ich habe hier auch einen kleinen Kreis. meiner führt Richtung ganz Fluss. Vorsichtig jetzt sein. Mal wirklich mal Augen auf und so weiter. Ja. Und wie gesagt, Under the Dome fand ich, wie gesagt, hat mich an X-Faktor erinnert, ein bisschen an diese alte Serie. Wo auch der Typ, der Star Trek dann immer die Moderation gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht. Jonathan Frinks, glaube ich, oder Franks oder so. Der die, also in den, im neuen, den er gespielt hat. Der Dings, der erste Offizier hier. Genau, der, genau, der Riker. Riker, genau. Der den gespielt hat, der den moderiert hat. Und an das hat mich das sehr erinnert. Also so ein bisschen übernatürlich und Hilfe. Keiner weiß, was ist. Ja. Das ist ja auch eine richtig geile Position hier ausgesucht, der Bär, ne? Muss ich mal sagen. Ja, bewegt euch mal ganz vorsichtig. Der könnte wirklich hinter jedem Stein sitzen. Ja. Ich sehe jetzt gerade auf der Spur drauf, ey. Nein. Ja, also ich fand das ist früher auch immer voll gruselig, aber es ist ja auch sehr viel Stunken und Logen drin und auch überzeichnet, muss man schon auch sagen. Also die Serie ist halt auch so eine Serie zum Gruseln gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ihr Kratzgeräusche hört, sagt ihr bitte Bescheid. Kratzgeräusche? Ja, also ob er so am Stein kratzen würde oder so, weil dann ist das nämlich hinter mir. Also komischerweise, ich habe jetzt hier noch eine Spur gefunden, weil ich habe eine Spur, die geht hier runter. Ich möchte jetzt nicht von dem irgendwie von hinten angetippt werden, so nach dem Motto, ich fress dich jetzt. Ja, dann drehst du um und gibst ihm die Kugel. Weißt du, Liebe geht durch den Magen. Das zeigt Ach mir, ja, dass er ja, dich gerne hat. Da war was. Guten Tag, Rothirsch. So eine Spur da unten. Nee, eigentlich nicht. Ich schaue jetzt gerade mal das Flussbecken. Hier oben ist der lang, Rockdogs, wo wir hier. Aber ich hatte hier unten auch eine Spur. Das kann aber nicht vom gleichen Tier sein. Doch, das war. Da waren wirklich zwei Spuren so 10 Meter auseinander. Die eine führte oben lang, wo ihr geht, und die andere runter. Das wäre ja ein magischer Bär. Das geht ja gar nicht. Wer weiß? Ja gut, wenn er mal das Wasser laufen kann, dann kann er sich auch teilen. Ja genau, ist doch der Jesusbär, hast du schon gesagt. Ich habe da oben noch einen am Baum. Sehe ich nämlich. Okay, dann hat die richtige Spur, ey. Der wollte mich schon wieder pflanzen, dieser Scheißbär, ey. Der wird geteabaggt. Ja. Der Bär wird geteabaggt. Oh, ey, ich produziere gerade so viel die Hand davon. Weil er einmal die alle ausstrahlen soll. Mhm. 2 bis 12 Minuten. Na toll, ey. Jetzt bin ich 51 Meter hinter euch. Da laufen, ey. Ach, ja, aber Lodine, wenn dein Hund an der Tür kratzt, dann würde ich den doch bitte reinlassen. Ja, was? Hör mal mich. Du hörst was? Ich hab grad was kratzen gehört, aber ich sehe nix. Ja, ist wahrscheinlich mein Reifen raus. Ah, ich sehe die Spur wieder. Darf ich nachschießen?
Wenn ich möchte meinen ersten Schuss machen. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn, ja, ich kann schießen. Ja, komm, schieß, ne? Warte, ich will hin. Mach ne weg. Nein, wenn du jetzt wo ist er? Wenn du jetzt zu ihm hineilst, dann verjagst du ihn. Ich krabbel doch. Bitte eine Positionsangabe, wo ist er denn? Hier, wo ich stehe, also ich schieß jetzt. Ja. Hast du ihn? Ja, definitiv habe ich den. Ach, scheiße, ey. Ich dachte, ich krieg den Bären noch. Dafür kriegst du jetzt eine böse Mail. Wieso krieg ich jetzt eine böse Mail? Weil ich nachgeschossen habe. Ja, aber ich wollte ihn ja jagen. Ach, Mann. Da kann ich den trotzdem looten. Ich habe ja erstens geschossen. Gedacht, ich höre immer auf ältere Menschen. Ja, die Sache ist ganz einfach, die... Ja, das ist meiner. Wenn du jetzt noch ran, bist du rangeschlichen ist, dann wäre er eventuell, hätte er nochmal Witterung aufgenommen, dann hätten wir nochmal eine Stunde hinterher gestöbert. Ja, aber es war mein Bär. Alter, wir haben den, der war eine Stunde, 8 Minuten verletzt, ey. Den haben wir jetzt eine Was Stunde... Hast du getroffen? Körper. Linken Zeh. Nee, Körper. aus 179 Metern. Und du hast erst beim zweiten Treffer, hast du in den Körper, Leber, Eingeweide getroffen. Okay. Wieso darf ich jetzt kein Foto machen? Achso, darf ich. So, ja. Eingesammelt. Ja, toll, ey. Ja, das war die Bärenjagd. Okay. Und ich konnte nicht mal abknallen. Ach, komm, ey. Naja, so. Ja. Tja, Menschenskinder, jetzt sind wir 1,5 Stunden im Stream etwa, ne? Wegen dir, ey, konnte ich meinen Bären nicht abschießen, ey. So ungeduldig bist du, ey. Kleiner, hä? Bist du ungeduldig? Ja, ja, dafür mein 12 Pfunde abgeknallt. Warum kann sich ja eigentlich gegenseitig nicht abknallen? Das ist langweilig. Weil es eine Tiersimulation ist oder eine Jagdsimulation. 12 Ender, ich schieße jetzt einen kleinen Zeh ab. Ja, aber wenn es Simulation ist, müsste das doch gehen. Ja, hoppala, ich habe ihn verwechselt. Da drüben steht ein Elch, bumm. Ups, ja, war doch. Ja. Die meisten Jäger schmeißen eigentlich, weil sie mit dem Hirsch verwechselt werden, ne? Ja. Zitat. Ja, jetzt sind wir quasi von Lodge zu Lodge so quasi gelaufen. Ja, fast. Alter, ja. Wir sind ja wirklich quer durch die Map. Alter, Scheiße. Ja, ja. Genau. Da sieht man auch, wie wir gelaufen sind. Zum Kletterpunkt. Müsst bedenken, wir haben den hier oben, ne? Hier so etwa, da hast du einen angeschossen. Ja, auf der Insel haben wir ihn angeschossen und dann haben wir ihn da runtergejagt. Alter Schwede. Ja, ein ungegrillter Bär. Bei Bären, wie gesagt, da sollte man wirklich den von der Seite oder so kriegen und wirklich sicher sein, dass man ihn wirklich tödlich verletzt, weil ihr seht, ne, man läuft da echt ellenlang hinterher, wenn man den nur ankratzt. Mhm. Ja. Wollt ihr jetzt noch was jagen oder machen wir Schluss für heute? Ich würde sagen, wir machen Schluss, war. Wir haben schon so viel aufgenommen und so weiter. Ja. Ja gut, Leute, das ist halt dann auch das Ende vom Stream. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. War heute halt mal kein Battlefield, war halt Hunter. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, nebenbei aufnehmen und streamen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht mit mir und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.